Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal weiter hier im Krankenhaus rumgestapft, sind wieder der mysteriösen Kreatur begegnet mit diesem komischen Dreieck auf dem Kopf. Pyramid Head heißt der, glaube ich. Und genau, wir müssen jetzt tatsächlich die Sache hier mit dem Haar und dem Haken, da sage ich tatsächlich schon noch richtig, dass man das kombinieren muss. Habt ihr gesagt, aber nicht auf dem Dach, das war nämlich im ersten Teil so, sondern dritte Etage, Badezimmer 3 gegenüber S5, habt ihr gesagt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal hin. Mal gucken, was war da. Ich glaube, da war ein Schlüssel drin, ne? Das kann sehr gut sein. Sind wir jetzt richtig schon? Ja, einmal zurück durch die Tür, hier die. Ich hoffe mal, dass uns keine. Ja, es geht sehr gut los. Genau. Aber wartet mal, wie kommen wir denn da rein? Ah, durch die Dusche war es. Okay, durch die Dusche gegenüber von S5. Also hier. Ah, genau, hier war die Stelle. Da steckt etwas im Abflussrohr fest. Das Loch ist zu klein. Ja, okay. Dann nehmen wir das doch mal kombinieren. Kombinieren. Und das kombinieren, verwenden. Dann vielleicht doch das hier. Sieht nicht so aus, als könnte ich das hier. Hä? Warte mal. Verwenden. Hä? Warum geht das nicht? Verdammt. Kombinieren? Verwenden. Ich stehe aber auch richtig. Na, ich stehe wieder nicht richtig, ne? So stehe ich richtig. Okay. Okay, so stehe ich richtig. Das muss doch jetzt irgendwie gehen. Wartet mal. Kombinieren. Ah, sie ist nicht lang genug. Okay. Aber das hier verwenden. Okay. Das heißt kombinieren. Kombinieren. Verwenden. Ah, so geht's. Okay, interessant. Ich wusste es doch, dass ich mit den Haaren so war. Okay, was ist das? Ein Schlüssel tatsächlich. Schlüssel zum Aufzug, den hast du dir aber super da rausgefischt. In dem Loch ist nichts. Okay, wer versteckt den Schlüssel, einen Aufzugsschlüssel hier drin? Na Mensch. Okay, das heißt, wir können den Aufzug benutzen. Aber wo war denn der jetzt nochmal? Elevator direkt hinter mir. Okay. Da, hier. Ah, okay. So, aber jetzt, wo können wir dann jetzt da hin? Ah, okay. Muss man die Maus bewegen. Gehen wir mal runter. So, da möchte ich nochmal nach Maria gucken. Wo war denn Maria nochmal? In welchem Raum war Maria nochmal, Leute? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ich hab's vergessen. Das sind alles neue Räume jetzt, ja. Okay, auf jeden Fall hier nicht. Ich möchte nochmal zurück. War die vielleicht auch im zweiten Stock? Ich möchte nach Maria gucken. So. Bevor wir da unten weitermachen, auf jeden Fall. Wo war Maria? Warst du hier? Nein. Hier war gar nichts drin, ne? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Maria brauchen werden. M6 oder M2 war noch. Hier nicht.
Wir suchen nochmal das ganze Krankenhaus durch. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. Bei Silent Hill 2. Ist aber auch nix. Und, ja, wie es hier weitergeht, hoffe ich mal. M6 und M2 ist es nicht gewesen. Dann ist es ja der Examining Room vielleicht, oder? Die Locker Rooms sind es auf keinen Fall. Gehen wir nochmal zurück zum Examining Room. So, weil ich möchte da definitiv nochmal schauen, wie es dir geht. Da vorbeigerannt, ich Idiot, ja. War klar. So, hier? Bist du hier? Nein. Wie war das mit dem Zahlencode? Okay, sonst ist die vielleicht noch einen weiter unten, wa? Im ersten? Nee, da ist es ja, wartet mal. Vielleicht im dritten? S3. S3. Da könnte sie sein. Gut, gehen wir zurück zum Fahrstuhl. Ja, sorry, dass es jetzt gerade ein bisschen schleppend vorangeht, aber ich möchte Maria nicht alleine lassen. So, im zweiten sind wir, ne? Dritten Stock nochmal. Genau, und dann S3. S8. S... Was ist das? S10, okay. Das heißt, wir müssen hier in die Richtung. Oder was? Ja? Wo ist hier S3? Da. Da ist S3. Da ist sie doch. James, I want to ask you something. What if... What if you can't find Mary? What will you do? I haven't thought about that. Interessante Frage. I'll be okay soon. Did you find Laura? Okay. Ja, krass. Ja gut, interessante Frage von Maria, ne? Gute Frage. Was machen wir, wenn wir sie nicht finden? Ist sie in uns verliebt? Ich weiß ja nicht. Aber das wäre auf jeden Fall sehr romantisch, ja. Schön in der zombie-verseuchten Stadt hier. Ja, ja. Aber das ist doch so typisch in so Spieldrehbüchern. Dass man sich dann verliebt, wenn es am ekelhaftesten ist in der Umgebung. Aber gut, wir haben jetzt wieder einen komplett neuen Bereich. Da ist ein Treppenhaus, das ist aber kaputt. Geht schon wieder gut los hier. Alles kaputt. So. C3, da können wir rein. Da liegt tatsächlich Uni. Die Pistole. Und einmal Schrotpatronen. Ich sehe schon hier wieder so einen dreckigen Abstellzimmer. Gut. Dann gehen wir nach rechts weiter. C2. Da kann man auch rein. Aha, was liegt da? Was ist denn das? Ach nein. Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. Liar! Laura, I... Fine, don't believe me. But last year, Mary was already...
Aha. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, wait! There's something I gotta get! Later, okay? But it's really important! What is it? A letter from Mary. Huh? I wanna go get it, is that okay? Yes, yes! What are you doing, Laura? It's further back in the desk. Laura! What are you doing? Das war so klar, oder? Was zur... Mama, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay, I guess it won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! Why, you... Laura? You fucking... Laura, ach Laura, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, natürlich. Die legt das rein einfach und lässt uns hier gegen den Boss kämpfen. Okay, was auch immer das für ein Boss ist, ich werde da drauf schießen. Es sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Okay. Es ist widerlich, ey. Ich schieße einfach da drauf, ey. Ist das ekelig. Boah, ist das widerlich. Ah, was sind denn das für Teile? Was sind das für Leichen hier? Die hier einfach so rumschwirren. Ich verballer hier meine ganze Schrotmunition, ey. So, neu laden. Wie viel Munition haben wir noch? 18. 24 Schuss, okay. Die Frage ist, wo müssen wir drauf schießen? Ah! Oh Gott. Ei, lass mich los. Was ist das wie ekel? Ah! Okay. Man muss von unten drauf schießen, habe ich das Gefühl. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Okay. Ei. Okay, ich muss von unten drauf schießen. Okay. Ja. Wow. Okay. Okay, und schieß weiter. Okay, wir zwei haben wir erledigt. Da kommt noch eins. Ah. Puh. Okay. Komm, schieß weiter drauf. Nicht nachladen. Oh Gott. Was ist das? Was sind das für komische Teile? Das sind Lippen irgendwie. Was ist denn das, ey? Was ist das? Und weiter drauf. Und weiter drauf. Aua, der war daneben. Boah. Ich kenne diese Sirenen. Okay, aber den Gegner haben wir scheinbar geschafft. Okay, beim ersten Mal.
Gut, dass wir uns die Munition aufgespart haben hier, weil das hätte luftig werden können. So. Wo sind wir? Ach, im Garten. Alles unentdeckt. Brookhaven Hospital. Ja, ihr wisst, was das heißt, ne? Sirenen und unentdeckte Gebiete. Wir sind wieder in der alternativen Traumwelt. Ja, super toll. Okay, das heißt, wir dürfen das Krankenhaus noch einmal komplett neu erkunden. Haben hier einen Speicherpunkt, den ich so nutzen werde. Und das ist schon kaputt. Okay. Ja. Wo ist Maria? Und das kleine Mädchen Laura ist aber auch anstrengend. Und es sieht schon wieder so eklig aus. Ach, der funktioniert sogar. Nee, dann geh aber bitte wieder raus. Mach die Tür wieder auf. Du sollst die Tür aufmachen, was ist mit dir? Lass mich doch... Ach so, warte, falscher Knopf. Ich Idiot. So, mach die Tür einfach auf. So. Kaputt. Geht wieder gut los. Eieieiei, jetzt wieder hier in dieser Albtraumwelt. Ja, aber immerhin aber hier eine... Aha, okay. Okay, hier geht die Musik wieder krass ab. Einfach draufhauen. Ich möchte mit, wenn es möglich ist, weiter Munition sparen. Auf trampeln. So. Puh, gib mir den Verbandskasten. Was haben wir denn hier? Was ist... Ach Gott. Boah. Was ist das für ein Raum hier? Einfach mit einem Zombie drin. Ohne irgendwas. Ja, toll. Danke, ey. Echt. C2 war nutzlos. Ach, verdammt. Ja, gut. Dann würde ich vorschlagen, geht's weiter. Das ist kaputt. Kaputt. Da ist wieder so ein Teil. Aua. Du lässt mich mal schön in Ruhe hier. Der hat einen Stock in der Hand. Der Zombie. So, weg damit. Ein Tonikum. Gesundheitstrank. Und Muni. Sehr schön. Okay. Sieht auch ekelhaft aus hier. Spinnenweben überall oder was das aus, was das darstellen soll. Ich weiß es nicht. Wir gucken uns weiter. Kaputt. 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 Okay. Das heißt, hier im ersten Stock ist erstmal wieder dead end. Gut, dann zurück zum Fahrstuhl. Ja, meine Güte, das Kind ist ganz schön anstrengend. Aber so wie ich Spiele kenne, wird das am Ende unsere beste Freundin werden. Kennt man doch immer so. So, zweites Obergeschoss. Und, jo, wie viele sind denn hier? Leute. Okay, da das so viele sind, nehme ich mir mal die Pistole in die Hand. Neu laden. Okay. Da. Da das so viele sind. Einmal drauf trampeln. Da ist noch einer, ja. Okay, da ist noch einer. Ah. Drauf trampeln. So. Die hören sich auch voll anders an, ne? Die sehen auch anders aus, habe ich das Gefühl. So, und dann hier drauf trampeln. Okay, drei Zombies erledigt. Wunderbar. Ach du Scheiße! Zwei Stück da drin. Und die sind wieder da. Warum sind die wieder da? Verdammte Axt. Drauf trampeln! Da ist noch einer. Aber nicht hier in der Nähe. Oder was? Nö. Okay. Alter. Wow. Puh. Okay. Einfach laufen.
Einfach laufen. Ah, Toni, komm. Munition und... Alter. Boah, ey. Jetzt, ihr macht ganz schön viel Schaden. Ne, das passt. Boah, da ist der Nächste. Da ist der Nächste. Und drauf trampeln. Bisschen Munition sparen. Okay, das geht schon mal wieder gut ab hier. Das ist kaputt. Da kann man rein. Hier ist ein Raum, wenn man wieder einigermaßen normal aussieht. Oh, da haben wir was drin. Was ist das? Auf dem Bett liegt ein Stück Papier. Ich war eingeschlossen. Im Keller des Kellers. Aha. Es war so eng und dunkel und ich hatte solche Angst, ich verlor meinen wertvollen Ring. Aber ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Trockenzellenbatterie. Schlüssel zum Lagerraum im Keller. Okay. Da sind die schon wieder, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mann, oh Mann, oh Mann. Drauf trampeln. Ist der eigentlich jetzt endlich mal endgültig tot? Hier, ja. Ah, meine Güte. Ganz schön anstrengend hier. Die Gegner, die immer wieder aufstehen. Kaputt. Alles kaputt. Ja, alles kaputt. Toll. Oh, was ist denn das für ein großer Bereich? Der Tagesraum. Okay. Ach, so ein Aufenthaltsraum. Okay, der sieht aber wieder relativ normal aus. Alles hier abgedeckt mit diesen Spinnenweben. Nichts drin? Wie nichts drin? Gar nichts drin hier? Ja, okay. Dann ist hier einfach mal... Ich weiß... Ah nein, warte, was? Da ist etwas, das wie ein Kühlschrank aussieht. Es öffnen, ja... Mach es auf, was auch immer da rauskommt. Geht nicht. Es ist zwecklos. Die Tür ist so schwer, dass ich sie alleine nicht öffnen kann. Okay, das heißt, wir brauchen jemanden hier. Alles klar. Ist kaputt. Okay, da ist der Kühlschrank eingezeichnet. Cool. Ja. Oh. Ne, das war zwei, kann man auch nicht. Okay. Dann wieder Richtung Fahrstuhl. Ich will aus diesem Krankenhaus hier raus, ey. Die ganzen Zombies hier. Dann hoch ins dritte Obergeschoss. Ja, meine Güte. Das sieht wieder ganz schön flott hier. Aber zum Glück haben wir diesen komischen Lippenboss eben zum ersten Mal. Ach du Scheiße, guck mal da. Hände in der Tür. Ja, super. Ganz toll, ne? Aua! Lass mich in Ruhe. Drauf trampeln. Oh, der ist aber kaputt, ne? Der ist kaputt, ja. Ich werde ein bisschen jetzt Munition tatsächlich benutzen. Weil es ist einfach stressfreier. So, was ist das denn hier? Wie geht's? An der Tür ist das Gebilde einer Frau. Sarahweise erscheint die Hand auf dem Gewelle in 3D und steht hervor. Ja, das ist creepy. Kaputt. 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 Eieiei, Silent Hill. Das ist wieder so typisch. Kaputt. Alles kaputt. Da kann man aber rein. Was ist das hier? Hier sind mehrere Medikamentenflaschen. Hat Maria die genommen? Ist Maria jetzt auch krank? Oh nein, bitte nicht, ey. Maria ist nicht hier. Wo könnte sie hingegangen sein? Ja, das, ist eine sehr gute Frage, Maria. Wo bist du? Kaputt. 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 Oh Mann. Alles kaputt hier. Hier kann man hin, aber wartet mal. Ne, okay. Haben wir sonst alle? Wir haben alles, ne?
Oh, dass ich nicht. Ach! Den anderen Flügel noch. Müssen wir noch kontrollieren. Okay. Hier. Kaputt. Kaputt. Die sind alle kaputt, ne? Ah, ne. Ah. Items. Sehr cool. Da war's auch. Was? Ach so, was? Sie ist ein Engel. Ein Engel. Keiner weiß, wer es nur. Was? Ich kann die Dame in der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsene und hässliche Leichen ihre Sünden sie vernichtet. Sie Sünde und Sünder gleichermaßen. Sie rettet mich. Sie ist ein Engel. Was für Verrückte waren hier in dem Krankenhaus? Jetzt mal ehrlich. Mein Gott, wer kreiert denn sowas? Alle kaputt. Okay. Puh. Okay. Das heißt, wir müssen ganz hinten durch. Und dann mal schauen, was wir da wieder bei den Zombies da haben. Ja, das wird ja wieder. Wird ja wieder schön. Ich gehe erstmal hier rein. Speicherpunkt. Wie muss ich so? Treppenhaus, okay. Aber, oh Gott, ja, alles klar. Da ist es schon. Eieieiei, geh los weg. Ne, hier werde ich definitiv Munition verschießen. Weil, das wird mir sonst zu. Wie gesagt, wir haben nicht mehr so viel Heilung. Das ist kaputt. Da kann man rein, okay. Oh, es sieht wieder so ekelhaft aus hier. Alles voller Blut und Items. Pistolenmuni. Boah, hier sind ja immer wieder so Räume eingestreut, wo man Munition abgreifen. Alter! Geh los weg! Nochmal raus. Und dann direkt laufen, ey. Oh, alter Schwede. Okay. Ihr seid ekelig. Ah. So, okay. Puh. Alles klar. Haben wir auch den letzten Gegner hier erledigt? Aber was? Ich drücke auf die Knöpfe, aber der Aufzug rührt sich nicht. Okay, wir haben noch einen Aufzug hier. Eieieiei, okay. Sonst ist hier nix? Nee, sonst ist hier tatsächlich nichts, okay? Dann müssen wir Richtung Dach. Tatsächlich. Dann gucken wir mal, was oben auf dem Dach los ist. So, liebe Freunde. Ja, dann. Das ist kaputt. Ja, super. Was bleibt denn dann jetzt noch übrig? Wartet mal. Wir haben doch Trockenzellenbatterie und zum Lagerraum im Keller. Ach so, im Keller geht's noch weiter. Ja, da können wir ja hinstapfen noch. Ansonsten, ja, ich sehe auch gerade, die Folge ist schon wieder fast voll. So, es geht ganz nach unten, ey. Wow. Okay, Freunde, ich würde sagen, hier mache ich mal Schluss. ich würde sagen, wie es da im Keller weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.